Herr Lewe, schön, dass Sie mal hier am Preußen sind. Spatenstich für zwei Trainingsplätze für die Jugend. Wie wichtig ist das für die Stadt Münster auch? Sind ja nicht nur zwei Trainingsplätze für das Jugendleistungszentrum. Es ist ja auch noch so, dass Beachvolleyballplätze errichtet werden. Ja, ist ein ganz wichtiger Auftakt für Preußen. Ich habe, wenn ich mal das Preußenjahr reflektiere und als ich selber beim DFB-Pokalspiel hier war, welcher Aufbruch erkennbar war, wenn ich auf die Tabelle gucke und denke, wow, hätte kaum mal einer für möglich gehalten, dass wir da ganz oben mitspielen gerade. Und das ist jetzt der Auftakt ist von einer ganzen Reihe weiterer Maßnahmen, Abriss der Westtribüne und damit die Initialzündung für den Neubau oder Umbau des Stadions, dann kann man schon sagen, das ist hier ein Gravitationszentrum des Profifußballs und des Profisports und da können wir uns drauf freuen. Insgesamt ist das hier, kann man sagen, ein Dreiklang. Es ist ja nicht nur die Volleyball, sondern auch die Basketballer spielen hier direkt nebenan in der Halle Bergfeld. Wie wichtig ist das, dass hier auch mehr Mannschaften aus Münster Profisport betreiben? Also die Stimmung ist sensationell, auch ob man beim Volleyball oder Basketball ist. Es ist einfach eine super Atmosphäre im Stadion auch und Münster braucht sowas auch, denn es ist ja nicht nur, dass hier Sport gespielt wird und erlebbar ist, es trägt auch mit zum Gemeinschaftssinn bei und gerade in diesen düsteren Zeiten tut es unglaublich gut, diese Gemeinschaft zu erfahren, auch mal sich zu freuen oder wenn man mal verliert, auch mal zu trauern darüber, aber es schweißt einfach zusammen und so eine Region, so eine Stadt braucht etwas, wo man auch sich drüber freuen kann, wo man zusammengeschweißt wird. Kann das auch eine Werbung für die Stadt Münster werden? Ist es immer. Also ich hatte jetzt am Wochenende 700 Jahre Freiheitsbrief Saarbrücken eine Festrede gehalten. Der FC Saarbrücken hat übrigens eine ähnliche Geschichte wie Preußen Münster, also war ja auch ganz am Anfang bei der Liga dabei und insoweit, wir sind halt ein Traditionsverein. Preußen Münster kennt jeder und egal wo ich hinkomme, ich werde immer wieder darauf angesprochen, auch wenn wir ja nun wirklich nicht gerade in der ersten Liga spielen, aber ich glaube, Tradition spielt schon eine wichtige Rolle und viele verbinden auch Preußen mit der Stadt, das ist schon ganz erstaunlich, also von Nord bis Süd. Und das ist gerade wichtig, dass auch die Jugend hier gut gefördert wird. Na klar, also es gibt natürlich Vereine, die haben die ganze Tasche voller Geld und die gehen an den Markt und kaufen sich Spielerinnen und Spieler, ja Spieler bei Damenfußball auch, kaufen sich die ein. Aber wir machen das eben in Eigenleistung und das ist eben wichtig, weil das auch mit zu der Tradition gehört, Identität. Man muss das Gefühl haben, ich gehöre dazu. Und wenn man von Anfang an dabei war und ich hatte gerade mit einigen der jungen Leute gesprochen, dann ist etwas da wie Stolz. Und wenn man für etwas brennt, wenn man auf etwas stolz ist, dann ist man auch bereit zu siegen, dann ist man auch bereit, sich anzustrengen. Und das ist doch das, was wir heute suchen, solche Werte, stolz zu haben, Identität, stolz auf seine Stadt zu sein, auf seinen Verein, auf seinen Adler. Gut, jetzt letzte Frage. Preußen jetzt ein Tor vor Rot-Weiß Essen, ganz knappe Geschichte. Wie wird es am Ende ausgehen? Ja, wenn ich Prophet wäre. Ich wünsche mir natürlich, dass Essen die gleichen Fehler macht, wie sie in den letzten Tagen auch gemacht haben. Und die Preußen sind außerordentlich stabil und allein durch solche Geschichten wie heute kommt natürlich Aufschwung auf und man merkt das auch bei den Fans. Also ich wünsche mir schon, dass wir eine Aufstiegsfeier im Sommer feiern können und ich auf dem Prinzipalmarkt eine große Menschenmenge mit einer großen Menschenmenge feiern darf. Heute wurden gerade die ersten Spatenstiche gesetzt für zwei neue Trainingsplätze. Wie wichtig ist das für den Verein? Das ist absolut wichtig, weil wir immer davon ausgehen, es ist nicht nur ein Symbolakt, sondern es ist wirklich der Start für ein umfassendes Bauvorhaben, das dem Verein nutzt, insbesondere natürlich dem Nachwuchs. Und ich glaube, das ist wirklich richtig ein guter Tag heute für Preußen Münster. Das Ziel ist es dann, ein Nachwuchsleistungszentrum zu erhalten. Wann könnte das ungefähr fertig sein? Dass man sagen kann, jetzt haben wir das Nachwuchsleistungszentrum. Ja, das ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil es gibt hohe Anforderungen, die der DFB für eine Lizenzierung aufbaut. Das sind nicht nur die räumlichen Gegebenheiten, da haben wir jetzt ein Ende in Sicht. Aber wir brauchen auch infrastrukturelle Voraussetzungen, Unterbringungsmöglichkeiten für potenzielle Besucher des Leistungszentrums. Also es wird noch ein Stück harte Arbeit, aber ich glaube, das hier ist das Wichtigste, denn ohne das wäre alles überhaupt nicht möglich gewesen. Wann soll es hier losgehen mit dem Training auf den Plätzen? Gibt es da schon einen Termin? Ist schwierig. Also man sieht ja hier, ne, wie das hier noch aussieht. Wir müssen die Höhenunterschiede abtragen. Ich denke mal, 2 bis 3 Jahre wird es wohl noch dauern. Bis hier trainiert wird? Ja, wir machen ja 2 Plätze. Also ein Kunstrasenplatz, dann noch einer mit Rasenheizung. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen, aber so ganz übermorgen wird es noch nicht sein. Gut. Dann hoffen wir mal, dass es möglichst schnell geht. Ja. Wir können ja, wenn es erstmal in Stocken gerät, wir haben ja heute, wissen Sie ja auch, im Rat der Stadt Münster ein paar Entscheidungen über Bauvorhaben, die auch auf der Kippe stehen. Also von daher,
sind wir froh, dass es heute losgegangen ist. Ja, es ist ja auch ein guter Startschuss, weil auch das Stadion soll ja umgebaut werden. Da ist ja auch schon gerodet worden zumindest und da soll jetzt mehr abgerissen werden. Gibt es da auch irgendwelche Neuigkeiten, die man schon verbreiten darf? Ja, also ich weiß nicht, ob das eine Neuigkeit ist. Nach Ende der Saison, wir wissen jetzt noch nicht so ganz genau, wann das ist. Meisterschaft wissen wir, aber wir gehen da davon aus, dass wir hier auch noch möglicherweise in diesem Stadion, in diesem Zustand das Pokalendspiel durchführen können. Dann wird es eine Woche länger dauern, aber Ende Mai ist so der Stichtag und wir erwarten Ende Mai, Anfang Juni dann auch Bagger an der Westtribüne, um da dann mit dem Abriss der Westtribüne zu beginnen. Und dann soll es irgendwann losgehen, auch mit dem Aufbau dann. Aber da muss dann noch ein Architekt kommen oder wie sieht es da aus? Ja, das wird ja jetzt nochmal, muss ja alles ausgeschrieben werden. Wir machen ja eine Generalunternehmer-Ausschreibung. Die wird, hoffe ich, im Juni auf der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause dann auf den Weg gebracht. Und dann wird das noch ein hartes Stück Arbeit sein, weil das plant man nicht, auch die Einzelheiten, die jetzt noch kommen, die plant man nicht von heute auf morgen. Aber wenn das alles mal auf dem Weg ist, dann gibt es eben kein Zurück mehr. Und das ist das Allerwichtigste. Bei der Machbarkeitsstudie wurde erläutert dann, dass 2027 es fertig sein soll, zu Beginn der Saison 27-28. Halten Sie das für realistisch? Ja. Das war eine schnelle Antwort. Mal gucken, ob die nächste Antwort auch so schnell ist. Preußen Münster aktuell Tabelle, ein Tor besser als Rot-Weiß Essen. Knapper geht's gar nicht. Wie wird es am Ende der Saison sein? Ich hoffe genauso wie heute. Das wäre ja für alle das absolut tollste Erlebnis. Punktgleich ein Tor mehr geschossen, beziehungsweise ein Tor besser als Rot-Weiß Essen und dann steigen wir auf. Aber so ein Herzschlagding muss aber auch nicht unbedingt sein. Ne? Nicht unbedingt, nee, aber irgendwo, also ich meine, wer vor 2 Monaten noch mal gesagt hätte, dass wir wirklich noch mal auf Augenhöhe kommen, den hätte man wahrscheinlich belächelt. Aber jetzt sind wir dran und jetzt ziehen wir das durch.